Herzlich willkommen, hier ist User Paul mit dem Thema LibreOffice, ein einfaches Makro selbst erstellen. Für die wiederholte Eingabe von identischen Informationen können Sie die Zwischenablage benutzen. Aber die Zwischenablage wird bei jeder neuen Nutzung verändert, sodass Ihre Information unter Umständen verloren geht. Wenn Sie die Information als Makro speichern, können Sie diese unkompliziert wiederverwenden. In vielen einfachen Fällen, wie auch in unserem Beispiel, können Sie statt eines Makros ebenso auch einen Autotext verwenden. Allerdings soll an dieser Stelle der beispielhafte Einsatz von Makros dargestellt werden. Erstens starten Sie mittels Extras, Makros, Makro aufzeichnen, den Makrorekorder. Ein kleines Dialogfenster zeigt die laufende Aufnahme an. Das ist hier momentan noch nicht vorhanden, muss erst aktiviert werden und zwar mittels Extras, Optionen, LibreOffice, Erweitert und unten wird ein Häkchen gesetzt oder ein Kreuzchen bei ermöglicht eine Makroaufzeichnung. Dann bestätigen mit OK, dann nochmal Extras, Makros, Makro aufzeichnen ist jetzt vorhanden. Zweitens tippen Sie nun den zu speichernden Text ein oder führen Sie die gewünschten Schritte aus. Im Beispiel wird der Schriftzug Libre Office benutzt. Drittens klicken Sie auf die Schaltfläche Aufzeichnen beenden im Dialog Makro aufzeichnen, um die Aufnahme zu beenden, das Makro zu speichern und den Dialog LibreOffice Basic Makros zu öffnen. Viertens öffnen Sie den Bibliothekscontainer Meine Makros hier und wählen Sie darin die Bibliothek Test zum Beispiel aus oder Test 2 hier. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Modul, um ein neues Modul zu erzeugen, welches das aufgezeichnete Makro aufnehmen soll. Neues Modul. Fünftens, der voreingestellte Modulname lautet Modul 1 oder jetzt hier, da es Modul 1 schon gibt, Modul 2. Überschreiben Sie diesen durch einen aussagekräftigen, zum Beispiel aufgenommen. Bestätigen mit OK. Wählen Sie das erstellte Modul aus und geben Sie in das Feld oben links den gewünschten Namen des Makros ein. Zum Beispiel LibOff. Klicken Sie auf Speichern, um das Makro zu speichern. Und Speichern. Wenn Sie alle Schritte wie beschrieben ausgeführt haben, enthält die Bibliothek Test 2 nun ein Modul namens Aufgenommen. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!